Ja, hallo, herzlich willkommen. Die Neujahrsrede fällt dieses Jahr eigentlich aus. Wir haben keinen Neujahrsempfang in der Aula und leider auch kein Konzert. Aber ich habe jetzt hier eine ganz tolle Sache zur Verfügung gestellt bekommen. Die Stadtwerke haben mir nämlich einen neuen Schreibtisch zur Verfügung gestellt. Und dieser Schreibtisch ist ein ganz besonderer Schreibtisch. Damit kann ich nämlich in die Ortsteile fliegen, in die Innenstadt fliegen und mich dahin beamen. Und ich möchte für 2021 die wichtigen Punkte jetzt einmal besuchen und nehme euch gerne mit auf eine kleine Tour, was 2021 in Haltern wichtig werden könnte. Klar, Corona macht uns im Moment überall einen Strich durch die Rechnung, aber ich bin wirklich der Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr trotzdem zusammenkommen können. Und wir haben auch ein paar spannende Themen für nächstes Jahr im Petto und vielleicht fliegen wir da jetzt einfach mal hin. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach nochmal als erstes Richtung Bahnhof. So, jetzt sind wir auch schon da, also ein wirklich toller Schreibtisch. Und jetzt am Bahnhof wird relativ viel passieren. Das sieht man ja auch schon, die Parkplätze sind jetzt hinten auch freigegeben, also von der Recklinghäuser Straße her. Dann werden in absehbarer Zeit auch die Baumaßnahmen am Dach vom Gebäude des Bahnhofs abgeschlossen sein. Und auch die Bahnsteige werden dann in Form sein und wir hoffen mal, dass wir tatsächlich im Sommer die Aufzüge nutzen können und dann endlich barrierefrei sind. Das ist für Haltern total wichtig und am Bahnhof wird eine Menge passieren und ich freue mich schon drauf, wenn wir dann durch unser schickes Bahnhofsgebäude durchgehen können und dann wieder in alle Welt von Haltern aus hinfahren können. Und natürlich auch die Besucher aus aller Welt hier willkommen heißen. Und wenn wir dann am Bahnhof fertig sind, dann geht es schon zum nächsten größeren Bauwerk. Wir fliegen jetzt einfach mal ab zur Steberbrücke. Ja, Steberbrücke war immer ein Thema. Ich bin Fan dieser Brücke, die sieht toll aus, die ist wirklich wunderschön. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass man um den See herumläuft, ohne über eine Brücke zu gehen. Allerdings ist die Brücke leider nicht in der Form, wie man sich eine Brücke vorstellt. Man will ja eigentlich von Punkt A zu Punkt B. Und das ist bei der Brücke leider nicht so möglich, weil durch die entsprechenden Schwingungen, die da entstehen, wenn da mehrere Leute drauf sind, wird die Brücke immer wieder kaputt gehen. Deswegen fand ich es gut, dass wir uns im Stadtrat dazu entschieden haben, diese Brücke jetzt nun doch abzureißen. Und ich bin mir sicher, dass wir im Laufe des Jahres eine tolle Idee im Stadtrat entwickeln werden, um da wieder eine schöne Brücke hinzubekommen. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir dann über die neue Brücke auch drüber gehen können und die uns etwas länger erhalten bleibt. Okay, jetzt fliegen wir direkt weiter. Mein Zauberschreibtisch macht sich jetzt auf den Weg nach Hamm-Bossendorf. Und jetzt haben wir hier, da passiert einiges. Wir werden die Katharinenhöfe, die werden dieses Jahr entwickelt werden. Wir haben hier ganz viel Wohnraum, der geschaffen wird. Und die Leute werden hier sich sicherlich wohlfühlen. Ich hoffe mal, dass wir hier ein tolles Quartier bekommen, dass wir hier den Kindergarten hinbekommen, dass wir hier vielleicht auch Ärzte und Apotheken hinbekommen und eine tolle Infrastruktur und Mehrwert für Hamm-Bossendorf schaffen. Und ich bin guter Hoffnung, dass diese Klimaschutzsiedlung für alle einen Mehrwert bringen wird. Und da wird einiges passieren in Hamm-Bossendorf. Und von Hamm-Bossendorf geht es sofort weiter in den nächsten Ortsteil, nämlich ins schöne Hullern. In Hullern ist auch relativ viel jetzt in letzter Zeit schon passiert. Wir werden auch da baugebietsmäßig, die Buttstraße wird es in diesem Jahr weitergehen. Aber wir haben ja auch ganz tolle Sachen, die für die Infrastruktur im Ort wichtig ist, nämlich den tollen Dorfladen. Und da kann man sehen, wenn man als Dorf zusammenhält, wenn man dann auch regional einkauft, dass man da vieles erreichen kann. Und das ist einfach ein tolles Beispiel dafür, dass wir auch unsere Ortsteile lebenswert gestalten können und dass es auch weitergeht. Wir werden das Ortsteil Isek auch weiter durchführen und werden auch für alle anderen Orte versuchen, die besten Möglichkeiten daraus zu holen. Und auch für Hullern bin ich mir sicher, da werden noch ein paar andere schöne Sachen auch im nächsten Jahr zu verkünden sein. Und schon geht's weiter, zack, ab nach Lavesum. Auch in Lavesum wird eine Menge passieren. Wir haben auch hier Bautätigkeit, aber es wird auch am Sportplatz noch eine Menge passieren. Wir haben hier einen super tollen Kunstrasenplatz jetzt eröffnet im letzten Jahr und ich bin schon super gespannt darauf, wie jetzt die neue Wildblumenwiese hinten am Ende des Sportplatzes dann hoffentlich bald im Frühjahr aufblühen wird und dann wird auch hoffentlich wieder der Sportbetrieb, der Fußballbetrieb demnächst wieder möglich sein, sodass dann an dieser tollen Sportwettkampfstätte es endlich weitergehen kann. Weil für unsere Ortsteile ist immer auch wichtig, dass wir vor Ort für unsere Kinder Sportmöglichkeiten bieten
Und das wird in Labesum richtig toll werden. Also die Anlage ist ein Traum. Und ich freue mich schon drauf, mir dann auch demnächst die schöne Wiese angucken zu können. Und zack, weiter geht's nach Flaßheim. Jetzt sind wir hier vom Stiftsplatz aus, schauen wir hier auf den alten Jägerhof. Da auch wird einiges passieren. Und es soll sich eben anpassen hier auch ins Quartier. Das soll da gut reinpassen. Im Ort soll es sich entsprechend einfügen und wir haben hier eben auch auf der Verlängerung schon tolle Möglichkeiten. Wir sind da im Bereich des Spielplatzes, der super angenommen wird und natürlich auch der Mountainbike Trail, der neu geschaffen worden ist. In der Harz ist das wirklich ein Schmuckstück und da wird 21 eben auch das Entree besser werden und da wird sicherlich jetzt am Jägerhof auch was passieren, was auch für die Ortslage in Flaßheim eine tolle Lösung darstellen wird. Und zack! Weiter geht's zum nächsten Bauwerk. Wir sind jetzt hier an der Ethos-Halle. Wir sind jetzt drin in der Ethos-Halle. Von außen sind wir jetzt einfach mal reingeflogen. Mein Schreibtisch kann sich auch in Räume reinbeamen. Wunderbar. Und auch hier konnten wir jetzt sicherstellen, dass wir was für den Breitensport tun. Die Halle ist gesichert. Wir haben das Grundstück als Stadt gekauft und in dieser Halle wird weiter Schulsport stattfinden können. In dieser Halle wird der Ethos weiter spielen können und das auf Jahre. Ich meine, auch das kann 2021 ja nur als gute Nachricht gelten. Und dann gucken wir mal, dass wir auch hier vielleicht beim Hallenboden noch was machen können und dann auch in der Zukunft eben über Jahre den Breitensport in Haltern sicherstellen. Ganz in der Nähe hier ist auch die Konzerallee. Da wird immer das Sportabzeichen abgenommen und da konnten wir auch eine Förderung bekommen für die Erneuerung der Laufbahn. Super gut geworden. Ich habe da schon mich einmal hingekniet mit dem Stadtsportverband und vielleicht überlege mir mal, ob ich vielleicht auch beim Sportabzeichen da auch mal mitmachen sollte. Dann muss ich allerdings noch ein bisschen trainieren und dann gucken wir mal, wie das so laufen wird. Aber wir tun was für den Sport und da insbesondere in dem Bereich, da wird eine richtig tolle Anlage und ich freue mich schon auf den ersten Sprint. Gut, zack, ab geht's nach Lippramsdorf. Ja, hier in Lippramsdorf tut sich einiges. Der Deichausbau geht weiter. Wir haben hier ein Riesenprojekt. Es werden ganz viele Steine bewegt, es wird Erde bewegt. Und trotzdem ist es halbwegs verträglich, auch für die Bevölkerung. Wir haben die Transportwege, die sind optimiert, die sind abgesprochen. Und auch hier geht's voran. Das ist eine Riesenbaustelle, ein Riesenprojekt mit regionaler, überregionaler Bedeutung. Und da wird auch in Zukunft noch einiges passieren. Auch hier direkt in der Nähe haben wir die Schachtanlage. Da wird auch 21, hoffentlich kommen wir da weiter, dass wir eben den Bestand auch sichern können von der Brechanlage hier in Lippramsdorf, um eben die Ressourcen, die wir schon vorhanden haben, weiter nutzen zu können. Hier direkt am Standort. Das ist auch meiner Meinung nach das Wichtige, dass wir eben unsere Ortsteile und die Innenstadt stärken. Nur zusammen funktioniert das. Und zack, ab geht's nach Siegen. Ja, Siegen, wunderschön. Wir haben jetzt hier den Dorfplatz, ganz wunderbar sieht es hier aus. Wir haben aber auch natürlich in Siegen ist nicht immer alles optimal. Wir können noch im Bereich zum Beispiel der Silberseen, was Parken angeht, da können wir noch einiges optimieren, damit eben auch die Anwohner hier ihre Ruhe haben und wir sicherstellen können, dass eben hier nicht das Recht verletzt wird und einfach wild geparkt wird, dass Müll hinterlassen wird. Und da werden wir auch im Sommer wieder Zeichen setzen. Auch da werden wir konsequent abschleppen, wenn denn da illegal geparkt wird. Weil Siegen ist so schön, das soll auch für die Anwohner schön bleiben. Gut, zack, jetzt geht's wieder nach Haltern. Wir sind am Römermuseum. Und auch am Römermuseum wird einiges passieren. Wir haben jetzt auch wieder ganz viele tolle Ideen, die von der Leitung des Römermuseums umgesetzt werden sollen. Und es soll ein Escape Room geschaffen werden. Alle weiteren Einzelheiten werden auch im Laufe des Jahres 2021 sicherlich jetzt zutage gefördert werden und das wird super spannend. Ich freue mich schon drauf und möchte gerne auch mal mit meiner Familie dahin, das mal zu testen. Das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Und zack, weiter geht's. Wir sind jetzt in meinem schönen Heimatdorf Holtwig. Jetzt ist die Frage, ja, was passiert in Holtwig? In Holtwig ist in der Vergangenheit ganz schön viel passiert. Es ist tatsächlich so, dass es eine wissenschaftliche Untersuchung gibt, dass in Holtwig möglicherweise der Ursprung der Wasserquelle für das Feldlager Aliso in Haltern am See gewesen ist. Unser alter Dorfteich könnte möglicherweise die Wasserquelle für dieses Feldlager gewesen sein. Das wird im nächsten Jahr super spannend und naja, also meiner Überzeugung war Holtwig schon immer der Nabel der Welt und das wird dann jetzt nochmal wissenschaftlich nachgewiesen. Ich bin gespannt.
Zack, vom einen Wasser zum nächsten. Wir sind im Seebad und ja, traumhaft schön. Wenn man in Haltern schwimmen gehen möchte mit der Familie, dann gibt es viele Stellen, aber das Seebad ist besonders schön. Und ich hoffe mal, dass wir vielleicht auch zeitnah wieder hier Festivals feiern können. Sunset Beach, das wäre ein Traum, wenn wir das dieses Jahr wieder hinkriegen würden. Und wenn das leider nicht klappen sollte, dann freue ich mich schon aufs nächste Jahr, weil das ist immer noch eine besondere Sache. Und wir haben es einfach traumhaft schön. Und wenn wir dann auch noch tolle Musik dabei hören können und endlich mal wieder zusammen feiern, dann wäre das ein Traum. Ich bin auf jeden Fall dann mit dabei. So, jetzt sind wir am letzten Punkt unserer Reise angekommen. Wir befinden uns in der Stadt. Mitten in der Innenstadt, hier im Moment, tja, nichts los. Liegt natürlich auch daran, weil wir immer noch Corona haben und wir müssen gucken, dass wir durch diese Zeit durchkommen. Wir müssen zusammenhalten. Wir in Haltern sind immer stark, wenn wir uns gegenseitig helfen. Und darum geht's. Wir müssen versuchen, dass unsere tollen, hier inhabergeführten Geschäfte, dass sie eine Überlebenschance haben. Deswegen ganz wichtig, wenn ihr einkauft, wenn ihr euch neu ausstattet, ob es jetzt Anziehsachen sind, ob es Dinge des täglichen Bedarfs sind, denkt an unsere Innenstadt, unterstützt den regionalen Handel, kauft hier ein, damit wir auch weiterhin diese tolle Innenstadt hier genießen können. Das ist nicht nur für Touristen, sondern das ist für uns. Unsere Stadt lebt auch von der Innenstadt. Wenn wir da das erhalten können, was wir hier haben, dann sind wir gut aufgestellt. Und das wäre für 21 mein oberstes Ziel. In Haltern soll es so schön bleiben, wie es ist. Und da, wo wir verbessern können, machen wir das. In diesem Sinne, ich freue mich schon, wenn wir uns auch mal wieder in echt sehen und wünsche alles Gute für 2021. Bis dahin an meinem Schreibtisch. Ciao.